Hallo und herzlich willkommen zur zweiten Folge vom Median XL Diablo 2 Projekt, dem Mod, der hoffentlich alle ja, so ziemlich kennen. Ich habe mich jetzt mal umgeskillt, weil ich Minflay vom Schwierigkeitsgrad zu zielen so jetzt nicht so gut finde und es auch relativ stark ist eventuell. Werde ich einfach mal zwei Punkte in Holly stecken und okay, jetzt verstehe ich das nicht. Also, ein neutraler Punkt im Baum, regardless of Alignment. Alignment ist eigentlich ein Zustand. Ich weiß nicht genau, was das auf Deutsch heißt. Zwei neutral Trees by remaining neutral. Also wenn ich jetzt hier einen Punkt reinsetze, passiert nichts. Ich kann immer noch einsetzen. Okay. Wir werden jetzt mal so das machen. Ich möchte gerne Stadtportal auf P machen. So. Dann möchte ich Q das und der eigentlich das und der das. Aber was ist jetzt eigentlich? Wieso ist der rot? Impossible. Der geht irgendwie. Also, dann muss ich mal umswitchen auf das. Okay. Ja. Ich weiß es nicht, also. Ja, ist nicht so stark. Aber. Ah. Der geht nach einiger Zeit. Ah, da muss Bam. Ah, so. Also, dann muss ich den mal kurz das mal so machen. So, ich verwende den hier. Jetzt habe ich jetzt wieder Map ausgemacht. Oh, was ist das? Ja, okay. Ja, gut, dann weiß ich wie. Ja. Ja, ist jetzt noch nicht so leicht. Ah, sogar ein Bossbar. Sehr schön. Ich kann nichts verwenden, weil ich so viel Mana komme. Ja, das ist jetzt nicht so gut. Ich muss wahrscheinlich noch beides machen. Impossible. Ja, wie soll ich jetzt das machen? Ich bin viel zu wenig. Ah, na. Also, ich kann jetzt momentan nicht so viel. Also, weil ich jetzt ein Level Up habe. Ah. Er macht einen Totem, also, wie sagt man den Namen? Das ist, glaube ich, hier in der Welt. Jetzt habe ich noch ein Problem. Mein Headset stellt immer so um. Ja, wieder laut und wieder leise. Eigentlich ein neues Headset, nur das hat einfach so Probleme mit dem Mikrofon. Muss ich nochmal ein neues kaufen, bis endlich mal alles kommt. Aber okay, jetzt machen wir mal P. So. Also das Portal ist eben auch ein Skill geworden, den ich einfach nicht gefunden habe, weil ich natürlich schon lange nicht mehr gezockt habe. Ah, hier habe ich noch Boots, Bewegungsgeschwindigkeit. Ja. Anheuern. Was ist Ranger oder Priester? Ich glaube Ranger war damals besser. Ich nutze jetzt einfach mal Ranger. Und gebe hier den Boot. So. Ob das immer die Map weggeht, finde ich nicht so toll. Ich habe keine Rüstungen. Also, wir warten immer am Waypoint, bis er ready ist.
Und hier haben wir noch den Buff. Okay, Buff hätte ich auch noch aktivieren sollen. Es ist ein bisschen kompliziert. Ich bin halt eben echt nicht viel am Diablo 2 zocken und dann habe ich nicht diese Support-Funktion eines Path of Exile, wo man die Buffs einfach auf Stück eine neue Liste sieht. Ja. Aber ja, jetzt habe ich den Buff auch aktiv. Jetzt habe ich mehr Mana. Irgendwie viel zu wenig Schaden. Ich muss echt das Kind zuerst. Also, was ist besser? Eigentlich der ist besser, nur. Ich weiß nicht, was ich skillen soll. Völlig verwirrt. Der kostet 10 Mana und dann 15. Der kostet 15 Mana und dann 23. Also soll ich jetzt skillen? Mehr Mana? Mana Cost? Duration? Kein mehr Mana? Ich mein... weiß nicht, was ich skillen. Ich werde wahrscheinlich einfach hinterher tappeln. Aber ist gut, dass du mitspielst. Dankeschön dafür. Aber eben, ich bin völlig ein bisschen verwirrt in Fähigkeiten. Ich hätte vielleicht eine bessere Klasse, eine einfachere Klasse wählen. Aber ja, ihr seht. Also, ich glaube, ich setze auf den Buff, der ja auch Schaden macht. Noch ein Buff. Kann ich den gleichzeitig? Ich schau mal, ob ich den gleichzeitig. Gehen wir jetzt mal immer ein bisschen hinterher. Und setzen den Buff auf der. Wie gesagt, zu wenig Mana. Ist jetzt nicht so gut. Kämpfen. You made new progress in a quest. Ah, das ist ein Quest da. Ein Buch für einen Turm. It's locked. It's locked. Okay. Und da haben wir natürlich auch noch den Steinkreis. Jetzt weiß ich auch, wieso er Steine heißt. Stein. Ja, dann gehen wir gleich mal rein. Brain ist doch kein weg, das ist auch kein Boni. Ja, er kämpft noch da oben. Lassen wir das so. Jetzt ist der Buff aktiv. Der zweite ist aber nicht so dauernd. Ich weiß nicht, ob ich die Buffs bewegen. Macht. Ja, da geht's sie doch. Oder willst du es einfach? Ich weiß jetzt nicht, was er will. Also ich kenn's noch, dass man durchs Ding stimmt bei dem. Ja, ich weiß es jetzt nicht, wo er hin, also wo ich mich hinführt, ich kenne den Mod nicht. Ja. I need a key. Und jetzt? Bist du hingegangen? Warte, Screen. Underground Passage. Hä? Ist doch reingegangen. Okay. Ich folge dir einfach. Bisschen verwirrend, aber. Ja, man sieht halt auch nicht alles so genau. Ah, okay. Kein Problem.
Aber ich dachte, bei einem Mod geht es wirklich nicht dort rein. Ich muss irgendwo anders hingehen. Ja, und in diesem Mod geht es doch auch hier durch. Ja. Ich muss jetzt einfach leveln, damit ich den Ding habe. Ja, die Sammels und passiven Skill geben und danach kann ich natürlich auch ein bisschen kämpfen. Aber es ist gut, dass du mitmachst, damit ich da ein bisschen vorwärts komme für diesen Kraft. Das müsste ich nämlich in einem Kraft machen, weil es mir nicht so wohl ist, bis ich durch. Da geht es natürlich auch ein bisschen vorwärts machen, deshalb muss ich jetzt hinterher. Ich skill jetzt einfach noch nicht, weil ich muss mir ein bisschen Gedanken machen. Schön, dass die Map immer revealed ist. So ein bisschen sehen. So. Gleich mal einen Schritt. Wahrscheinlich für den Druiden oder so. Vom Namen her. Barbaren, okay. Ausschauen, dann können wir gleich mal ein Tier sehen. Dann Leon ist wahrscheinlich. Okay, er hat. Sehr gut. Also, ich schaue mir kurz in den Skill Tree, was ich mache. Ist das sicher? Aber das hier, ich weiß nicht, Friesen ist ja eigentlich schon gut. Nur. Es macht sehr wenig Schaden. Skill mal 2 und den hier noch höher. So. Ich hoffe, es geht. Also. Wir müssen halt einfach laufen. Ich weiß nicht, ob ein Portal da ist. Nee. Haben wir nicht gemacht. So. Er hat das Teil schon geöffnet. Das ist. Ja, easy. Mal die alle anklicken. Und dann gleich mal rein. So. What a trash. If you value your life, leave here immediately. Das ist geil. Es hat ein AOE, also er hat ihn schon geholt. Hat sonst nichts mehr. Ja, okay, gehen wir zurück. Okay. Oh, nein, ich rein. Geht doch nicht drin. Good evening. So. Okay. Good evening. Jetzt haben wir irgendwas bekommen an Chaos Robin. Ich werde immer so ab, ob ich das jemals nutze. Weil für mich haben Gegenstände keinen Wert, wenn ich nicht handle. Also ich nicht so gerne handle, was ich sage jetzt wirklich. Ich würde jetzt auch ein Median XL handeln. Weil ich Powerful XL auch nicht handle und bei Champions Pregnum eigentlich auch nicht handle. Ja. Also, wir müssen den Skill noch haben. Weil ja, da den wir verwenden, B machen wir da. Und Skill, also setzen den sozusagen. Impossible. Wieso?
nur weiß. Oder wenn ich jetzt W einsetze, wird er auch weiß. Ja, ich kann nichts machen. Das kann ich gar nicht so. Ich muss jetzt B einsetzen. Ja. Okay. Schade, dass man PSKs einsetzen muss von dieser Klasse. Aber kann man nichts machen. Dass ich dann wieder anfange. Wahrscheinlich dann. Ja, es ist nicht meine Charakterklasse, es ist nicht mein Bild, das ich mir wechseln muss. Also wahrscheinlich den Skill gar nicht einsetze. Der andere Skill ist. Nur die zwei Skills einsetzen und den nächsten Skill. Den zweiten Skill. Das ist schon geil. Ja. Das ist ziemlich. Gefällt mir. So, das können wir hier machen. Quests. Ziemlich geil. Also der Mod überrascht mich positiv. Auch eben, damit man auch noch was zu denken hat. This tower. Die sieht man nicht. Ja, es gibt sehr viele Gegnertypen. Also muss man jetzt zum Beispiel Gegner nicht sieht oder dass die Gegner immun gegen den Schaden sind. Dass man einfach ein bisschen Taktik braucht. Das ist mega ziemlich cool. Ich bin aber eher der mega Klopfer. Deshalb spiele ich halt gerne so Hack and Slays. Um einfach mal nichts zu denken. Action zu sehen, Action zu haben, ohne zu denken. Da ist eben Median sehr anspruchsvoll in so Sachen. Ja, ich bin jetzt immer noch umgestattet, also ich habe jetzt wirklich nichts investiert. Also eigentlich schon jetzt einfach den Schaden mal aufmachen. Ich bin sehr zäh. Zu zäh. Einfacher ist. Werden wir dann sehen. Was jetzt meine Klasse ist, denke ich eher noch nicht. Also, es gibt ja zum Beispiel den Druiden mit Verwandlungen und so. Das sagt mir mehr zu. Oder auch die Amazone mit Blutmagie. Das ist irgendwie viel Bock. Ich habe jetzt einfach mal den Fall gewählt, weil der nicht erneuert wurde. Der war früher ganz komplett anders. Der hatte nicht Licht und Schatten. Das war doch, aber auch anders gesplittet. Auf jeden Fall. Nicht so wie ich ihn jetzt so sehe. Überlaufen. Ja, schade, dass der Kreis so unbequem ist zum Chaos. Die hat, glaube ich, 5 Linien. Ey, ich kann nichts machen. Boah, ich wäre fast gestorben. Ich kann nichts machen.
nichts mehr. Ja, sorry. Ich wäre voll. So, ja. Ich brauch auch nichts. Oh Gott, okay. Ich bin. Also, ich habe so gespammt, die. Heizenke, dass ich. Ja, okay, ich hätte gar nichts heilen. Ausgeben müssen. Weil ich so viele Tränke habe. Boah, voll im Stress. Also, in aller Ruhe jetzt nochmal skillen. Detten zuerst. Jetzt haben wir aber immer noch 10 haben. So, jetzt. Vitalität natürlich auch. Ich will nicht so viel auf einmal. Und jetzt können wir immer noch nichts killen. Also ich möchte unbedingt. Was ist das? Vessel of Retribution. Also das hier. Okay. So. Und ja. Ein Tower Shield. Das kostet natürlich sehr viel Stärke und so. Will ich dann mal später. Ich will ja eher Magier sein und brauche nicht so dicke Schäden. Aber vielleicht ja dann mal Nahkämpfe machen. Mit Lemure oder so, weiß es nicht. Das für mich auch, ja. Wo ist Lemure? Da, Lemures. Weil der eigentlich auch ziemlich geil ist, weil zielsuchend. Zielsuchende Eisgeister. Rites. Ja, wie bei Last Epoch. Cool. Ja. Ich will mal wieder umskillen vielleicht. Das Gefühl, ich habe eine gute Klasse gewählt, aber schwere Klasse. Ja, der fräst am besten. Okay, weil er mit Warnung spielen, mit Ausrüstung und so. Oh ja, das sind die Gegner, die sind ziemlich stark gewesen. Jetzt haben sie keine Chance. Ja, der. Du schaffst die Stärke. Und du den Schlag. Das mach ich schon. Das ist nicht schlimm. Das ist irgendwie auch. Mega geil. Chris. Heißt das nicht Kris auf Deutsch, ohne zwei S? Kann man eigentlich schon fahren. Kein Schild. Ja, die Totems, die müssen einfach gut auf Farbe sein. Weil das könnte mich schon ein bisschen in brenzlige Situation bringen. Stärke, natürlich, man braucht immer Stärke in diesem Spiel. I need a key. Das ist natürlich ein mehrer Spiel, nicht mehr. Oh ja, einfach nicht so schnell. Zum Beispiel Diablo hat ja keine Heilanforderungen mehr ausgelöst. Und Diablo 3. Auf.
Das Video könnte bald fallen. Dart Throw. Noch ein zweites aufnehmen. Aber lieber nicht jetzt, weil ich nicht so handle. Ja, der Arme. Wir müssen eigentlich jetzt durch das Gefängnis durch, oder? Warte mal. Schau. Er ist sehr schnell bei gewesen. Da bin ich leider nicht so schnell. Aber er ist auch erfahren. Wir haben ja im letzten Wochenende gespielt, ich habe eigentlich nie gespielt. Seit November habe ich nicht mehr gespielt, aus dem Problem gab mit dem Broadcast-Software und ich nicht mehr aufnehmen konnte. Ich habe ja dann aufgehört, Snay. Ich werde eigentlich Snay auch noch weitermachen. Der Barbar jetzt eigentlich schon recht weit, so, weil ich ja natürlich die Feinde so gemacht habe. Ja, werden wir dann sehen, gell? Ich mag diese Schamanen nicht, die diese Flamefall, Flamefall einsetzen. Ah, da ist noch. Aufhören, ich mache die Farbe etwas länger. Es ist auch nicht zu lange zum Aufladen. Das Meer, was haben wir denn? Warhammer konnte ich mir noch mitnehmen. Ehrenschild ist für mich, genau. Sehr gut. Also, wir sind in der Kloster und da können wir ein bisschen farmen. Also, erst zeitlich halt nicht. Vielleicht auch wieder ein bisschen alleine, vielleicht auch an die Leute Lust haben. Sonst auch wieder. Oh! Toll, der andere Kollege. Hat einen Paladin Only bekommen. Hey, cool. Sehr schön. Also mein Kanal, sehr viele Fortschritte gemacht, einfach im Social, oder? Die Leute, die mich zuschauen, haben sich ein bisschen trauen. Und das finde ich richtig viel, richtig toll, dass ich zwei schon gewinnt habe. Im ersten Part, dass ich zwei so gewinnt habe. Also ein dickes Dankeschön an euch zwei. Andere kommen sich dann auch noch. Später dran. Und wenn ihr mitzocken wollt, jederzeit. Mitzocken. Schaut einfach den letzten Part an, wie weit ich bin, levelt es dann oder durch Hilfe von mir macht man das, weil ich ja weniger Zeit habe. Und ja, probiert es einfach. Das kann ich euch auch leveln, wenn ich mehr Zeit habe. Spieß oder ja, ein deutscher Spieß. Sei nicht nur Englisch oder so. Einfach alle einführen und den Schaden. Das ist ein Boss besiegen. So, noch nicht dran gewesen, aber jetzt dran gewesen. Ich mag's, also ich mag die Bosse. So, und immer noch nicht geskillt, weiter geskillt. Ich komme einfach nicht dazu. Socket Armor. Movement Speed. Oh. Setze ich jetzt.
Edelsteine eingefügt in diesen Mod, den gab's. Gibt's im Diablo 2 nicht. So, Hab ich sonst noch ein bisschen Dinge? Also, ich bedanke mich fürs Zusehen. Wir werden im nächsten Part alles identifizieren. Kurz das Schild. Müssen wir nicht identifizieren. Aber man sieht immer rot, oder? Dann meine ich immer, es muss noch identifiziert werden. Das hat auch neu. Also, Attack Speed brauche ich eigentlich nicht. Aber Stärke brauche ich trotzdem. 45 und noch 6. Und das können wir eigentlich. Ja, ist aber. Mit Resistenzen eigentlich besser. Und hier auch. Und hier Mana aktiviert sowieso. Ja, und der Rest müssen wir dann schauen. Also, ja. Danke und bis zum nächsten Mal. Tschüss.